Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Transportfieber. Und ich hatte ja die Idee mit der Hochbahn und die kommt noch. Die anderen Städte, die wären gar nicht mal so schlecht für die Hochbahn. Aber ich dachte, also zum Beispiel Witzenhausen wird sich da anbieten, aber eventuell mache ich da eher eine U-Bahn hier. Die Hochbahn möchte ich gern in Geesthacht machen. Und wie ihr seht, Geesthacht ist nicht gerade wirklich groß, noch nicht, aber weil wir hier auch noch überhaupt nichts hinliefern von den Waren. Und hier möchte ich zum allerersten Mal unter Anführungszeichen cheaten. Denn wir haben ja hier dieses Konglomerat, was ja alles produziert. Und da will ich mal alles zu der Stadt hinbringen. Und dann vor allem mal schauen, was aus der Stadt wird, wie krass das wachsen wird. Und dann haben wir hier schon mal den passenden Hauptbahnhof mit den zwei Linien, diese drei. Und machen dann so die Hochbahn drumherum. Und die könnte man theoretisch jetzt hier dann schon bauen, bevor die Stadt dann dazu kommt. So mein Plan. Und hier möchte ich mir jetzt eine Art Straßenbahn machen, beziehungsweise Werksbahn, mit einem neuen Mod, den ich mir heruntergeladen habe. Und den zeige ich euch gleich. Zuerst brauchen wir hier eine anständige Station. Wir brauchen erstmal nur eine Plattform. Wir werden das mal... Ich möchte wie so eine Art Custom-Bahnhof hier machen. Wenn wir jetzt gerade schon mal editieren. Das kommt weg. Einfahrsignal. Ach so. Interesting. Das funktioniert schon mal nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich werde das mal ganz kurz hier drehen. Ich muss, dass man das so löschen kann. Einmal in die andere Richtung. Okay. Einfahrs. Einmal hier. Okay, das wollen wir jetzt hier mal löschen. Passagier, Güter. Was haben wir hier alles? Crane? Wir können da einen Kran hinbauen. Das ist ja jetzt mal geil. Okay, Moment mal. Crane? Gibt es noch mehrere? Ach so. Ah, ich verstehe. Das ist so quasi der Pfad, wo er denn hier fahren würde. Das ist ja mal cool. Okay, dann hätte ich hier gern. Können wir gerade ein bisschen mischen hier? Hätte ich gern noch sowas. Und es sieht. Ah, okay, das wäre dann wie quasi eine Betankungsanlage. Ich würde jetzt da gerade mal ein bisschen mischen. Coal? Nice. Oh mein Gott, das muss ich viel öfter nutzen. Ich platziere das jetzt gerade mal alles, damit ich das hier mal so sehen kann. Dann für die Kapazität hier. Ach nö, kann ich das jetzt hier nicht so nebeneinander bauen? Oh, ist ja dämlich. Okay, und einmal hier noch so. Okay, wollen wir hier noch eine Plattform machen? Das war ja das, was ich glaube ich hier schon gebaut habe. Dann können wir hier noch so allgemein so ein Shed hinbauen. Irgendwie so. Da kommen wir jetzt der Hauptstrecke gerade ein bisschen nach. Schauen wir uns das mal ganz kurz an, wie doof das aussieht. Also das mit dem Shed, ja. Das mit dem Öltanker. Ich bin mir noch nicht so sicher, wie ich das halten soll. Haben wir hier noch irgendwie... Ich glaube, ich mache hier eine normale Plattform rein. Kann ich das löschen? Oh ja.
damit es ein bisschen sinnvoller ist. Und dann, was bringen wir denn da so alles hin? Kohle? Na. Tanker macht schon mal Sinn wegen Benzin. Dass wir das mal hier so hinmachen. Die ersten drei. Aggregate. Ich bin mir nicht sicher. Machen wir da mal so einen Leerplatz dazwischen. Coal, Tanker. Ich glaube, wir machen das mit dem Tanker quasi fürs Benzin. Sieht das jetzt irgendwie passender aus? Und dann haben wir hier zweimal Güter. Und einmal hier so Tanker. Ja, okay. Dann machen wir jetzt hier noch ein paar Warenhäuser hin für die Kapazität. Hier mal so ein kleines Ding. Und dann können wir das hier noch groß machen. Wie willst du denn hier schauen? Dann machen wir es einmal so. Dass hier massiv Kapazität hat. Geht hier noch so ein kleines hin? Nö. Oh, schaut. Weil ich bin noch ein paar mehr Assets. Und wir haben noch gar keinen Weg nach draußen. Das wäre natürlich noch sehr gut. Fahrt nach draußen, bitte. Okay. Dann brauchen wir entsprechend One-Way den kleine Einbahnstraße. Sieht ein bisschen dämlich aus, ne? Was ist, wenn wir das ab hier machen? Ah, ihr habt die Kurven schon wieder nicht drin. Ah, Spiel, merkt ihr das doch mal. Machen wir das mal ab hier so. Und hier eine große Wendeschleife. Ich fahre dann hier einmal so raus. Und... Ach, Spiel, bitte nicht so. Einmal so rüber. Man könnte ja hier noch expandieren. Und komm jetzt, Spiel. Wieder rein. Geht das? Warum ist das nicht möglich? Ist es jetzt wegen dem Winkel nicht? Boah, ist doch gemein. Ist das jetzt wegen der Straße? Tun wir die mal upgraden. Wir nutzen mal das hier. Upgraden. Und nochmal so. Ah, jetzt funktioniert es. Aber auch nicht da rein. In welchem Winkel würdest du es denn machen? Dem Winkel. Das ist aber ein bisschen hart von der Kurve her. Das war's. Dann fahren wir einfach hier gerade direkt so rein. Könnte ich denn jetzt von der Verbindung her noch sowas machen? Macht aber nicht so viel Sinn. Ja, gut, brauchen wir auch nicht. Machen wir das mal so. Von der Straße her. Straßen upgraden. Das war jetzt mit 30 km/h. 30, 30, 30, 30. Alles 30. Machen wir das alles mal einheitlich. Achso, nein, das ist eh schon alles. Ich werde als Landstraße nehmen wir mal das hier. Einmal upgraden. Tramgleis, ja. Wie sieht das aus? Ja, ist okay. Gut, wir gehen jetzt mal hier weiter. Tram. 80. Wobei, das wäre ja dann hier die Hauptstrecke. Das machen wir hier mal viergleisig mit Busspur quasi. Damit uns hier nichts im Weg kommt. Beziehungsweise wäre es dann das quasi Werksgleis.
Ja, das passt. Und ja, eventuell hier auch gerade noch. Jetzt gehen wir hier ins normale Upgrade. Busspur, ja. Hier so drüber. Und komm gleich. Muss jetzt sicher blitzen da mit den Oberleitungen, gell? Ja, das sieht jetzt ein bisschen kacke aus. Ist aber okay. Als Warendepot, wo ich mit der Tram reinfahren kann. Was ist das? Cargo-Depot als Viadukt. Das ist hier mal fancy. Machen wir das mal ein bisschen weiter nach oben. Ach so, nein, das soll hier nach unten gehen. Gibt es das? Oh, Straßenbahngleise. Ja, elektrisch. Ich baue das mal ganz kurz hier. Ich muss mir das mal kurz angucken. Okay. Das ist cool. Großhandel hier drin. Und auch hier geht's rein. Nice. Ah, cool. Das sind sogar echte Schienen hier. Ja, das bringt uns jetzt aber leider nicht sehr viel. Außer wir machen dann noch eine Verbindung mit dem Bus noch irgendwo hin. Aber jetzt für die Tram würde ich sagen, gehen wir mit so einem Haltepunkt erstmal. Oh, ach du Shit. Warum sind das auf einmal immer so viele Symbole? Wir bleiben... Ja, macht's denn Sinn? Da ist der Bus hier drin. Wir bleiben da einmal stehen. Wir fahren dann hier so rein. Einmal. Und der Bus fährt hier so rein. Dann bleiben wir da nochmal stehen. Und dann wieder retour. Okay. Das heißt, für die Straßenbahngleise einmal Werkzeug. Fahren wir nicht die Hauptstrecke entlang. Beziehungsweise eigentlich hätte ich auch hier reinfahren können. Von da so drauf. Hier so rüber und fahren dann hier so rein. Aber darunter und da so. Habe ich mir jetzt mal gedenkt. Okay, als Depot. Gut, da haben wir jetzt ein paar mehr Depots hier. Straßenfahrzeug, Tramdepot, süßes kleines Bus-Tramdepot. Tram, Trolley, In-Out. Was ist das? Mit In-Out. Ah. Nö. Standard 1. Trolley. Bus. Tram, Trolley. In-Out, also separates. Ein und raus, okay. Ich nehme das gern in schwarz und grau. Das Depot soll hier unten stehen. Am besten können wir eigentlich gerade hier die Straße wegmachen. Kriegen wir das so hin? Oh, das sieht dann scheiße aus. Okay, machen wir mal Standard. Ja, das ist besser. Ein bisschen anpassen vom Winkel. Ja, das ist aber wirklich recht niedlich. Okay, die Linie. Einmal von da nach da. Nach da. Nach da. Und das ist dann Geesthacht. Waren alle Trab. Südre. Cool. Hier bitte alle Terminals nutzen und warten auf voll. Und jetzt zeige ich euch mal, was wir da für eine coole Tram jetzt haben, beziehungsweise Werksbahn. Einmal hier ganz nach... das ist neu. Was kannst denn du? 30.
besteht aus zwei großen Abständen, wenn sie je zwei nur die auch als Bremse fungieren können. Praktisch. Aber nee. Wir gehen einmal mit der GM22 Retien und mit der GE22 George. Wann gehen wir mit der? Die Ford 60. Was kannst jetzt du alles transportieren? Da schon mal bei Benzin mit dabei. Das wäre schon mal gar nicht so schlecht. Gibt es das auch nur mit den Wagen hier? Also der macht Benzin. Nö, das bringt gar nicht. Achtmal. Also da haben wir Werkzeug, Brot, Waren, alles mögliche andere. Ich glaube, wir müssen hier gemischt fahren. Also dass wir einerseits den hier haben. Der macht auch noch Baumaterial, aber das kann der auch. Aber da kann kein Benzin. Da braucht man noch so einen. Okay, ansonsten. Ja, schaut, dass wir jetzt keinen haben, der alles kann. Das wäre natürlich schön gewesen. Ja, probieren wir es mal. Zweimal. Schick auf die Strecke. Okay, cool. Wie sieht das Ganze jetzt aus? Das will ich jetzt sehen. Oh, ist das niedlich? Krass. Aber Moment mal, das waren jetzt doch die falschen Wagen. Yes. Das sind die falschen Wagen. Ich habe jetzt zweimal das falsche. Replace bitte. Mit den da. Dankeschön. Also irgendwie ist so das Tramgeräusch noch drin. Der Fokus geht hier auf die Mitte. Aber man hört auch so ein bisschen den Diesel. Als Referenz schauen wir uns jetzt auch mal die andere an, hier die elektrische. Ah, wisst ihr was? Wir wollen ja ein bisschen ökologisch fahren. Oh, da sind gerade alle Waren hier drin. Nice. Und der fährt sogar hin und her. Nur das kleine Stück? Okay, der macht nur das kleine Stück. Wir tauschen das jetzt aus mit elektrischen. Wir gehen es erstmal mit denen hier austauschen. Elektrisch. Wir könnten eigentlich auch gemischt fahren, ne? 4x4. Jetzt was jetzt machen. Alle austauschen gegen 4 Tankwagen und denen hier. Swap. Nice. Machen wir jetzt hier die. Die sieht so putzig aus. GE44. So, da kommen schon die anderen hin. Output läuft. Maximal 9000. Oh, das geht gerade voll hoch. Oh, das wird so krachen bei der Stadt. Dann schauen wir mal hier bei der Kamera. Unser Intercity. Okay, was haben wir für Kamera-Views? Oh, nice. Okay. Oh, cool. Wir können sogar hier drin stehen. Ich meine, gibt nicht sehr viel zu sehen, aber cool. Alles klar. Ja, dann würde ich... Oh, sogar hier drin die Sachen sind animiert. Oh, wie nice. Hast du ja schon Benzin hier? Oh ja, hat er. Okay. Cool. Dann würde ich sagen, ich lasse das mal ein bisschen vorlaufen. Und wenn dann die ersten hier unterwegs sind und hier in die Stadt reinfahren, dann schauen wir uns das hier in der Stadt an. Also, bis gleich. Okay, liebe Leute, da bin ich wieder da. Und ihr seht, ich habe ein bisschen umgebaut. Ich habe jetzt hier dediziert eine Tramstrecke gebaut. Höchstgeschwindigkeit 60 km/h. Und ich habe auch diese Trams mal mit auf die Strecke geschickt. Die sind zwar eigentlich schneller als die da, sprich, die werden immer hinterherfahren.
Aber warum auch nicht? Da haben wir jetzt hier so ein Trio hintereinander. Unterstützt die mal so ein bisschen. Und ja, die ganze Strecke, die verläuft hier parallel zu dieser Hauptstraße. Die habe ich wieder rückgängig gemacht. Und ja, wir gehen jetzt hier unterirdisch vorbei und gehen nicht über diesen Bahnübergang. Denn dieser Bahnübergang ist die meiste Zeit eigentlich geschlossen wegen den Zügen hier. Weil ja doch recht viel Verkehr ist, auf dem Teil zumindest. Und da haben wir gedacht, naja, okay, es macht nicht Sinn, dass die Trams dann hier stehen, oder beziehungsweise wenn die Tram dann hier an der Ampel steht, dann steht die hier so rein und das sieht dann kacke aus. Also haben wir gedacht, okay, hier unten so rein, fährt dann hier. Das ist jetzt nicht wahr. Spiel. Mann. Straßen. Ich kann das gerade wieder neu machen. 60. Upgrade. Danke. Ich möchte diese Straße nicht haben. Okay, was ich jetzt hier. Busspur, nein, Tramgleis. Ach, das war mit Busspur. Damit hier kein Auto reinfahrt. Muss sie theoretisch können. Ah, dann machen wir das mit Spielereigentum. Hier. Hier. Und hier mal nach hinten. So wie auch das hier. Und generell Spielerstraße mit Spielergesamt aufrüsten und automatische Änderungen zu regulieren. Ah. Spielereigentum. Machen wir auch das hier. Und den Teil da. Denn ich habe nämlich hier die Strecke explizit aufteilt, damit die hier mit sanfteren Kurven hier so reinfahren können, beziehungsweise er da de facto straight hier so rausfahren kann. Ja, dann den Halt, der hier gewesen ist, den habe ich ein bisschen nach hinten versetzt und ansonsten läuft es schon ziemlich gut. Wenn man sich immer die Statistiken anschaut, wird alles schon relativ gut beliefert, aber jetzt schaut's mal, Diagramme. Und dann. Wenn das jetzt so weitergeht, dann haben wir hier demnächst bald eine richtig große Metropole. Und da geht's hier ab. Ich werde hier vermutlich noch ein bisschen mehr auf den Weg schicken, denn hier 100, 200, 300, 500 Bahn. Und einer dieser Trams kann halt noch nicht so viel. Okay, ich wollte ja so eine Tram mir angucken, wenn die da in die Stadt reinfährt. Warten wir mal, bis hier die nächste hier aus dem Tunnel kommt. Ich bin nicht so lange da und da ist ja schon eine. Ja, noch Verlust, aber das wird sich bald ändern. Kommt schon die nächste wieder retour. Man sollte vielleicht ab und zu mal vielleicht die Züge upgraden. Na, wo ist sie? Okay, dann fahren wir hier mal mit. Moin, Kollege. Ist eigentlich noch ein cooler Straßentyp, der. Gefällt mir. Aber das sieht aber irgendwie nicht so geil aus. Und dann geht's rein in unsere neue Metropole hier. Einmal so von hinten. Ja, was ein langer Konvoi hier. Schönes Auto. Gehen wir mal in langsamer, das ist ein bisschen schnell. Oh, schräge Kameraansichten. Ich glaube, das wäre schon ein Spektakel, wenn das hier in der City unterwegs ist. Krass, krass, krass. Aber ja, wenn es dann halt richtig krass expandiert hier, müssen wir uns dann eh hier eigene Trassen überlegen, dass wir hier da den Verkehr ein bisschen da aus dem Weg gehen oder sogar vierspurig und sechsspurig. Aber ist cool, das kleine Ding. Gefällt mir wirklich gut. Gut. Ja, dann heißt es eigentlich jetzt nur mal erstmal abwarten. Schauen, was das Spiel jetzt draußen macht mit der Stadt. Und dann könnten wir eigentlich hier schon mal die Hochbahn ein bisschen so platzieren, aber wieder so im Kreis.
Was ist hier? Da ein Haltepunkt, da ein Haltepunkt. Hier ist natürlich noch geil am Bahnhof. Ist die Frage, ob man dann hier so drüber kommt über den hier. Zum Beispiel hier ist ein Haltepunkt. Müssen wir uns überlegen. Aber dann wird die Stadt entsprechend drumherum wachsen. Ist zumindest die Theorie. Ja, also, ich würde sagen, das war's erstmal für diese Episode. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr von der Werksbahn da haltet, die wir jetzt da umfunktioniert haben. Und ansonsten lasst ein Like da, vielleicht ein Abo, und wenn ihr wollt, kommt auf unseren Discord-Server. Link ist in der Videobeschreibung. Bis denn dann. Okay, Leute, hier habe ich noch einen kleinen Bonus für euch. Ich habe mir mal so einen Hochbahnbahnhof mal kurz geschnappt und mal hier hingestellt. Und schaut mal, wie cool das aussieht. Hammer, oder? Ist zwar eigentlich von Berlin. Und da gibt es mehrere Bahnhöfe, die werde ich euch dann in der nächsten Episode zeigen. Aber ja, yeah, könnt ihr ja trotzdem da englische Sachen drauf fahren lassen. Also nur weil der Bahnhof jetzt nicht ganz original ist, warum auch nicht. Aber das kann echt geil werden. Die, die Brücken hier, die kommen ohne Fundament, die habe ich jetzt selber platziert. Denke ich mal, ist ganz bewusst so, damit man hier das ein bisschen besser machen kann. Und dann schauen wir mal, ob wir hier eine schöne Hochbahn hinkriegen. Also, jetzt ist aber wirklich Schluss. Tschüss.